Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About. Seit 20 Jahren mal wieder. Keine Ahnung. Es ist ewig her, dass da mal ein Video kam. Tut mir auch furchtbar leid. Auf jeden Fall haben wir heute wieder einen Gast dabei. Und zwar... Das ist dein Einsatz. Michi, sag ich, was. Achso. Michi... Und Luca natürlich wieder. Links zu beiden unten in der Beschreibung. Und, ja, aber mein Kanal ist natürlich weiter oben. Ja. Ja, ist klar. Ich werde gucken, wer im Alphabet weiter vorne ist. Ich weiß das gerade nicht. Ich habe gewonnen. Ja. Okay. Unser Thema heute ist typisch Eltern. Also da habt ihr bestimmt auch, wenn euch dazu noch was einfällt, dann dürft ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ist sicherlich ein Thema, wozu viele was zu sagen haben. Und wir fangen dann gleich mal an. Möchte jemand anfangen? Von euch? Luca? Michael, fang du an. Ich steig dann irgendwann ein, okay? Also wenn, zur Not kann ich auch anfangen, das ist kein Problem. Michelle fängt an. Sie ist nee, Marc, okay. Marc, fang du an. Nein, Michelle fängt an, Michelle. Nein, doch. Marc, sein Gentleman, das Michelle macht das jetzt. Wenn sie nicht möchte, dann kann ich auch anfangen. Aber Michelle kann auch nichts über ihre Mutter sagen, weil sie cool ist. Nee, das Video ist jetzt schon 1:40 und wir streiten uns, wer anfängt. okay, ich fang an. Okay, also. Luca fängt an. Typisch Eltern. Kennt ihr das? Ihr sitzt so gerade in eurem Zimmer, wollt gerade irgendwas anfangen, ich weiß nicht, vielleicht masturbieren manche von euch, vielleicht gehen sie auch einfach in ihren Rechner und checken mal YouTube ab und sehen, dass Luca Kate 8 Abonnenten hat. Ja, aber, Luca hat jetzt 8 Abonnenten. Ein kleiner Applaus bitte an der Stelle. Sarkastischer. Okay. Ist gut. Und auf einmal hört man so von unten, hey, du Wichskind! Und ich dann so, was? Und dann gehst du so runter. Und weil irgendwas wieder fehlt, bist du schuld. Ja, kenne ich. Es ist auch so, mein Vater ist so, immer wenn ich irgendwas zocke gerade, dann ruft er mich. Und ich höre das aber nicht, weil ich Kopfhörer drauf habe. Und weil meine Tür immer zu ist. Oh ja. Ich hasse es, wenn meine Tür offen ist, ne? Regt mich total auf. Oh, auf jeden Fall ruft er mich dann und dann ruft er mich irgendwie 5-mal und dann höre ich das immer nicht. Und dann ist er voll sauer. Und dann ist es irgendeine Kleinigkeit, dass ich wieder irgendwas nicht weggeräumt habe oder so. Und dann, das ist dieses typische, aus einer Fliege einen Elefanten machen. Wisst ihr? So. Oh Gott, ja. Es ist so furchtbar. Alles klar bei dir? Ich glaube, er ist gerade ein bisschen angegeilt von deiner Erzählung. Ja, ich mag es, wenn Marc redet. Es ist schon relativ spät, deswegen sind wir vielleicht ein bisschen neben der Spur. Es ist jetzt 10:50. Es ist sehr hoch. Nachts. Ja. Michi, möchtest du dazu noch was sagen? Weil dann würde ich mein Thema sagen, was ich mir überlegt habe. Ja, also bei mir ist immer so, ich will gerade was anfangen, was wichtig ist. Zum Beispiel ein Video schneiden oder sowas. Und dann ruft mich meine Mutter, Michi! Und dann denke ich mir immer, okay, ist bestimmt irgendwas krass Wichtiges, renne ich runter. Also, ja, was ist? Dann so, ich habe dich gar nicht gerufen. Ja! Was? Okay, cool. Schön. So was oder ist, ich brauche dich jetzt doch nicht. Ja. Oder hab's vergessen oder so. Ist typisch. Ja, hab's vergessen. Das Beste ist, wenn deine Eltern irgendwas von dir wollen, dann sagen sie gleich. Und dann so, ja, gleich. Und mit gleich meine ich jetzt. Und dann so, ja. Okay, und dann, wenn wir sagen, kannst du jetzt kommen? Ja, gleich. Ja, und dann, da ist was weiß ich für viele Jahre danach. Bei den Eltern kein Problem, die dürfen alles machen, ja. Aber kaum sagst du ja gleich, dann gleich. Was gleich, Mann? Du wohnst hier in meinem Haus. Solange deine Füße unter meinem Tisch sind. Das kann ich. Ja. Ein ganz anderes Thema ist halt auch, wenn man so eine Arbeit geschrieben hat in der Schule. Ah. Und du kriegst halt irgendwie eine 2+ und so ganz knapp an der 1 vorbei oder so. Und freust dich so übelst und gehst nach Hause und du tanzt die Straße entlang und über die entstehen Regenbögen oder so. Keine Ahnung. Du freust dich halt übelst. Dann kommst du nach Hause, sagst du zu deiner Mutter, ja, 2+ in der Arbeit, ganz knapp vorbei an der 1 und so. Ja, ist ja schön. Was hat denn Peter?
Ja, der hat eine 1. Ja, warum hast du keine 1? War ja möglich. Also, ich, ne? Warum hast du keine 1? Hast du wieder nicht sorgfältig gelernt, ne? Und dann, schreibst du noch eine Arbeit, kriegst eine 4 oder eine 5 oder so, kommst nach Hause, sagst deiner Mutter so, also sie fragt so, ja, was hast du bekommen? Kommst nach Hause, sagst so, ja, 4 bekommen. Aber der Peter, der hat eine 5 minus. Mich interessiert nicht, was die anderen haben. Du musst dir ein Beispiel an denen nehmen, die besser sind als du und nicht an denen, die schlechter sind als du. Kennt jeder, oder? Jeder, einfach jeder. Das Lustigste ist, Scheiße. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich liebe mein Chaos in meinem Zimmer und überall. Aber ich beherrsche auch dieses Chaos und sobald aufgeräumt wird, finde ich nichts. Aber ist gar nicht so wichtig. So. Es ist so, dann kommt meine Mutter und sagt, ja, beim, was weiß ich, Tobias ist das Zimmer immer voll aufgeräumt, dann ist es so ordentlich. Das ist ja bei euch nie so, und das ist ja auch eine Schwester. Und das dann ist halt immer so, dann, wenn man zu denen hingeht, dann räumen die ja extra vorher auf und dann sehen die Eltern das und dann so, ja, nehmt ihr mal ein Beispiel an dem und so. Oh Gott, schlimm. Auf jeden Fall, dann kommt halt sowas wie, ja, und dann wirst du halt voll vergleicht mit denen, aber sobald du dann halt dich mit irgendjemandem oder irgendwas anderem vergleichst, zählt das dann natürlich nicht. Ja. Du darfst nicht damit anfangen, weil sonst ist das gleich böse. Ja, genau. So ist es furchtbar. Mhm. Oder wenn man so an den Computer gegangen ist, man hat ihn gerade angeschaltet, startet gerade irgendwie Minecraft oder so, und dann kommt irgendwie der Vater rein und sagt, boah, hängst du schon wieder an dem Rechner? Den ganzen Tag hängst du da dran. Oder es ist 6 Uhr abends und du hast ihn vor 5 Minuten angemacht. Das ist so scheiße. Genauso wie am Handy oder so. Ja, den ganzen Tag hängst du am Handy. Bist nur online. Hast du gerade eine wichtige Nachricht gecheckt, weil gerade deine beste Freundin am Verrecken ist oder so. Und dann so, den ganzen Tag am Handy, kein Ding, Sterben deine Freunde? Weil eine Freundin von dir gesagt hat, dass sie schwanger ist. Ha. Kleiner Insider, extrem lustiger Witz. Ja. Wir lachen alle. Außer Luca. Das war ein Schenkelklopfer. Okay. Das ist göttlich. Ja. Das wird noch so oft hochgeholt. Ja. Oder jetzt nicht unbedingt zum Thema Eltern, sondern eher zu Großeltern, wenn man so bei seiner Oma ist und dann am Essenstisch sitzt und dann so, ja, willst du nicht noch das haben? Willst du nicht noch das haben? Willst du nicht noch was trinken? Willst du nicht noch. Und dann sagt sie, boah, bist du ganz schön fett. Nee, dann sagst du so, nein, ich bin 15 Jahre alt, ich weiß schon, wann ich was haben will, okay? Ich sag das dann. Muss nicht fragen, ich bin nicht mehr 4. Und dann so. Ja, okay. Und 2 Minuten später fragt sie dich, ja, willst du noch das haben, willst du noch das haben? Oh, schlimm. Oh Gott, das ist nervig. Oh. Ja gut, bei meiner Oma ist es so, ich komme an, jetzt zum Beispiel zu Weihnachten, und sie hat einfach mal fett aufgekocht. Das wäre für 28 Leute perfekt gewesen. Und wir sind dabei nur 6. Man denkt sich, okay. Und dann weil, ich will keine Reste haben. Ja. So ist meine Vater Oma kriegt immer die Reste, da ist er das Opfer. Ja, das ist bei mir genauso. Aber jetzt isst doch mal. Ja, eben. So, ja, du isst doch immer so wenig, dann isst hier mal und das, dies. Und du denkst dir so, ich bin jetzt einmal da. Und so, dann esse ich halt alles auf, was sie mir gibt, auch wenn ich keinen Bock mehr habe. Dann später, Michelle, kann sein, dass du zugenommen hast? Das sagt meine Oma nicht zu mir, dass ich zugenommen habe. Sie sagt halt über, ja, hast du abgenommen? Du bist ganz schön schlank geworden, du. Und ich sag dann so, du, wir haben uns letzte Woche das letzte Mal gesehen und da sah ich ganz genauso aus wie jetzt. Der ist auch gut. Naja, bei mir ist immer so, ja, sie stopft mich voll, mästet mich einfach zu Tode und dann so, ja, Michelle, hast du vielleicht schon mal über die Diät nachgedacht? Nee, also so offensiv sind die bei mir nicht. Ja, bei mir schon, ich hab Glück. Ja, also ich bin ja jetzt nicht der Schlankste, ne? Aber, ja, so nicht. Naja. Das Lustige ist, nur sitzt so am Rande, ich kenne ja Marc schon viel länger als Mitchell. Ja. Und Michelle und ich haben Marc nie gesehen. Nein. Wahrscheinlich ist er so voll fett und irgend so ein Assi, der so kleine Kinder vom Fahrrad schubst und dann im Sattel riecht.
Nee, also ihr wisst ja, wie Revi aussieht. Stellt euch Revi in etwas kleiner, in etwas kleiner und ein bisschen moppeliger. Und mit etwas helleren Haaren, das bin ich. Ich würde dich heiraten. Okay, heiraten? Das wollten wir jetzt nicht wissen. Das machen wir nach der Aufnahme, klar. Okay. Oh Gott. Nee. Also ich habe irgendwie Ähnlichkeit mit Revi, finde ich. Kann sein, dass irgendwelche Leute jetzt sagen, das ist doch gar nicht wahr. Ja. Ich kann euch ja nachher mal ein Bild von mir schicken. Kann ich einfach mal machen. Oh, mein Controller war fast runtergefallen. Oh. Leute, ich habe mir übrigens Rocket League gekauft. Wenn ihr wollt, dass dazu mal was kommt, schreibt es mal in die Kommentare. Okay, weiter im Text. Typisch Eltern, fällt euch noch was ein? Also, bei mir ist auch so, ich soll so aufräumen, dann mache ich so alles ordentlich und denke mir so, ja, ist doch eigentlich voll geil und so voll perfekt. Und dann kommt irgendwie mein Vater oder so und sagt, oder meine Mutter, je nachdem, wo ich gerade bin, und sagt einfach, ja, da ist noch was und da siehst du sowas nicht und da und da und da und da und da und ich denke mir so, oh, das ist mir so ordentlich. Oh ja. Und dann fühle ich mich immer richtig schlecht. Das ist voll scheiße. Das ist voll das Psychospielchen. Ja, warte mal, ich werde gerade gerufen. Okay, ich soll ausmachen, weil es halb 12 ist und das Arsch spät ist. Okay, etwas kürzer. Alles cool. Ciao. Ciao. Like und Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Ciao. Okay, wie gesagt, beide in der Beschreibung verlinkt. Schaut unbedingt mal vorbei. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wollt ihr auch noch Tschüss sagen? Tschüss. Tschüss. Tschüss.